Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die letzte Umfrage der Stiftung Neue Soziale Marktwirtschaft in Deutschland Anfang dieses Jahres hat es an den Tag gebracht, das Vertrauen der Menschen in die soziale Marktwirtschaft hat in Deutschland einen Tiefstand erreicht. Und das muss uns allen schon zu denken geben. Und meine Damen und Herren, die Aktion, die Siemens jetzt in die Welt gesetzt hat, wird noch ein paar Prozente dazu bringen, an der sozialen Marktwirtschaft, was ja die Grundlage für das Wirtschaftsmodell Deutschland, für den Erfolg Deutschlands darstellt, erbringt. Und meine Damen und Herren, wir wollen als Politik, wir können natürlich keine Arbeitsplätze schaffen, da stimme ich meinen Vorrednern zu, wir können auch keine herbeizaubern, aber wir können die Konzerne an ihre Verantwortung erinnern. Und Herr Käser, meine Damen und Herren, ist ja einer, der ständig über die Verantwortlichkeit von Unternehmern philosophiert, der ja auch meint, das Wahlergebnis ist das Versagen der Eliten in Deutschland, ob er sich dazu rechnet oder nicht, das kann ich natürlich hier nicht sagen. Was wir aber kritisieren an dem Vorgehen von Siemens, meine Damen und Herren, das ist die Art und Weise, wie dieser Konzern diese Sachen in die Welt gesetzt hat. Wenn Sie sich erinnern, hat sich vor einigen Jahren Siemens, die Siemens AG, deutschlandweit feiern lassen dafür, dass sie einen Beschäftigungspakt, sogenannter Radolf Zell II-Abkommen, geschlossen hat. Das heißt, Werksschließungen, Entlassungen können nur nach vorheriger Absprache mit dem Betriebsrat und der Gewerkschaft überhaupt in Szene gesetzt werden. Und meine Damen und Herren, was hat Siemens hier gemacht? Siemens hat die Beschäftigten mit einer Pressekonferenz überrascht. Ich habe mit allen Betriebsräten gesprochen. Keiner der Betriebsräte, keiner der Werksleiter wusste von diesem geplanten Kahlschlag. Und meine Damen und Herren, genau das ist der Kritikpunkt, den wir haben. So kann man nicht mit den Leuten umgehen, so kann man nicht mit den Beschäftigten eines Unternehmens umgehen, meine Damen und Herren. So, und blicken wir doch mal in die beiden Werke, die geschlossen werden sollen in Sachsen. Görlitz, Herr Kühn hat es ja kurz angesprochen, es werden dort keine Gasturbinen, sondern es werden praktisch Dampfturbinen hergestellt für einen universellen Einsatz. Und schon vor 3 Jahren hat in Görlitz eine Umstrukturierung stattgefunden, die schon mal über 100 Arbeitsplätze gekostet hat, meine Damen und Herren. Und es ist ja nicht so, dass das Werk geschlossen werden soll und damit ist die Produktion weg. Nein, das Problem, und jetzt kommt der zweite Punkt dazu, es geht hier um eine Umlagerung der Produktion von Görlitz nach Mülheim. Das heißt also, Know-how aus der Region wird nur umgesetzt in die alten Bundesländer. Die Arbeitsplätze verschwinden, damit die Berufsausbildung, damit die Weiterbildung, also ein Riesennetzwerk wird aus Görlitz verschwinden. Und meine Damen und Herren, die Beschäftigten in Görlitz, und das muss man sich immer wieder auf der Zunge zergehen lassen, sind Mitglied im Siemens-Konzern. Und sie verdienen nach wie vor ungefähr 13% weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in den alten Bundesländern. Und das soll dann effizienter sein, die Produktion nach Mülheim zu verlagern. Das muss mir Herr Käser schon noch mal vorrechnen, meine Damen und Herren. Genau derselbe Blick nach Leipzig. In Leipzig werden keine Gasturbinen hergestellt, in Leipzig werden Kompressoren hergestellt. Und von 170 industriellen Vorhaben, die in Leipzig realisiert worden sind, sind 5 Kompressorenanlagen für Kraftwerke dabei. Also 165 Anlagen wurden geliefert in die Gasindustrie, in die Ölindustrie, in die Petrochemie und in die chemische Industrie. Also auch dort im Prinzip kein direkter Zusammenhang. Und meine Damen und Herren, jetzt kommt aber noch der Gipfel der Geschichte. Das Werk in Leipzig ist nicht mal im Tarifverbund Ost. 27 Jahre nach der deutschen Einheit hat Siemens Unternehmen, die nicht mal zum Tarifgebiet Ost gehören. Erst jetzt, meine Damen und Herren, hat sich Siemens bereit erklärt, in einem 5-jährigen Stufenplan das Werk in Leipzig in den Tarif Ost zu heben. Also das ist schon ziemlich skandalös für so einen Konzern, der weltweit unterwegs ist. Meine Damen und Herren, mir geht es hier überhaupt nicht darum, in unternehmerische Entscheidungen einzugreifen. Das geht auch überhaupt gar nicht. Siemens muss selbst wissen, wie seine Zukunftsfähigkeit herstellt. Aber es geht darum, und das würde ein Mittelständler immer machen. Er wird immer zuerst darüber nachdenken, was mache ich
morgen dort und was kann ich morgen dort machen? Wofür kann ich die gut ausgebildeten Beschäftigten nutzen, um sozusagen einen Standort zu erhalten und weiter auszubauen? Und das ist das, was wir von hier aus von Siemens verlangen. Und deswegen stehen wir an der Seite der Beschäftigten und werden mit Ihnen gemeinsam auch kämpfen. Dr. Eva Högel hat für die SPD-Fraktion das Wort.